Hi, ich bin Felix Klemme und ich möchte jetzt die Zeit nutzen, um über ein paar Dinge zu sprechen. Ich möchte einmal über das Thema Angst sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, kritikfähig zu sein und warum Kritikfähigkeit eine Fähigkeit ist und warum diese Fähigkeit gerade jetzt in dieser Zeit wichtig ist. Und ich möchte mir die Zeit nehmen, um gemeinsam mit dir jetzt mal ganz nüchtern auf Zahlen zu schauen, die wir jeden Tag geliefert bekommen durch das Robert-Koch-Institut und das Ganze mal unemotional zu betrachten, welche Zahlen wir gerade vorliegen haben, um im besten Falle daraus mal ein Gefühl zu bekommen, was frei von Angst sein könnte. Und wenn du offen dafür bist, dich damit jetzt auch schon kritisch auseinanderzusetzen und jetzt offen in deiner Kritikfähigkeit dir dieses Video anschaust, dann ist das großartig, weil in dem Moment, wo du offen und kritikfähig jetzt in dieses Video hineingehst, glaube ich, kannst du für dich das Beste daraus ziehen. Ich möchte mal zu Beginn das Thema oder das Wort Kritikfähigkeit nehmen. Ich glaube, dass wir gerade jetzt eine Zeit erfahren, wo die Kritikfähigkeit etwas ist, was wahrscheinlich eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, vielleicht sogar die wichtigste Fähigkeit ist, die wir in dieser Zeit jetzt brauchen. Warum ist Kritikfähigkeit eine Fähigkeit? Ich glaube, in dem Moment, wo wir bereit sind, kritisch zu beobachten, kritisch zu fragen, kritisch zu hinterfragen, ist das die Möglichkeit für uns, in der wir Neues für uns erkennen und erfahren können und dürfen. Kritik ist allerdings in den meisten Fällen, das ist auch so die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen bei mir auf meinen Social-Media-Kanälen gemacht habe. Kritik ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit als Life-Coach immer wieder erfahre. Etwas, was die Menschen nicht so gerne haben, weil sie mit Kritik ganz oft etwas Negatives verbinden und viele Menschen auch nicht gelernt haben, Kritik vernünftig und konstruktiv zu äußern und viele Menschen auch nicht bereit sind, Kritik anzunehmen, weil sie eben auch oft nicht konstruktiv geäußert wird. Und Kritik verstehen viele auch als Angriff. Ich finde, Kritik ist etwas vollkommen anderes, denn Kritik von der etymologischen Bedeutung her hat das eine ganz andere Bedeutung. Und die Bedeutung, die in Kritik steckt, ist nämlich die, dass sie aus dem Altlateinischen kommend bedeutet, entscheidend und zur Entscheidung gehörig zu sein. Und was auch spannend ist, aus dem Spätlateinischen heißt Kritik, aus dem Dies Critici kommend, bezeichnet in der Sprache der Ärzte die entscheidenden Tage im Ablauf einer Krankheit. Also es ist entscheidend und auch zur Entscheidung gehörend, wenn wir kritisch sind. Und ich finde das super, wenn wir uns das bewusst machen, denn in dem Moment, wo wir kritisch etwas beobachten, kritisch etwas hinterfragen, uns kritisch von allen möglichen Perspektiven und Seiten Informationen heranziehen, nicht nur von einer Seite oder von der Seite, sondern von allen möglichen Seiten, dann sind wir in der Lage, besser oder klarer und vor allen Dingen umfassender eine Entscheidung treffen zu können. Und vor allen Dingen dann, wenn es um die entscheidenden Tage im Ablauf einer Krankheit geht. Zumindest ist das die spätlateinische Bezeichnung dessen. Was ich erlebe, ist, dass Menschen, die kritikfähig sind, auch bereit sind, sich selbst unangenehmen Fragen zu stellen, die bereit sind, sich selbst auch Fragen zu stellen und die auch bereit sind, anderen Menschen kritische Fragen zu stellen. Und Menschen, die wirklich kritikfähig sind, sind auch bereit dafür, vielleicht etwas, was sie bislang geglaubt haben, einen Glaubenssatz beispielsweise, auch loszulassen und abzulegen und anzuerkennen, dass etwas bisher Geglaubtes vielleicht nicht stimmt oder nicht richtig ist, sondern sich vielleicht etwas Neues entwickelt, dass sie etwas Neues für sich entdecken. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir bereit sind, miteinander kritisch zu diskutieren
und miteinander auch offene Fragen zu stellen. Und wichtig ist auch in einer kritischen Auseinandersetzung immer, dass jeder eine eigene Meinung haben sollte und auch behalten darf. Das heißt nicht, dass jeder die gleiche Meinung hat. Und was ich sehe, ist, dass wir gerade so zwei Welten haben, die einen, die das sagen und die anderen, die das sagen und die stoßen die ganze Zeit gegeneinander. Was mir gerade fehlt, ist eine gesunde Mitte, also ein gesunder Bereich, der sich beiden Seiten öffnet und sagt, okay, was gibt es denn dort und was gibt es denn dort, was können wir dort sehen, was können wir hier sehen und wie können wir die Dinge miteinander verbinden und vereinen und können daraus für uns wirklich etwas Wichtiges herausziehen. Kritik bedeutet auch, dass es anstrengend ist. Denn das ist durchaus anstrengend, zum einen zu recherchieren, sich mit Fragen zu beschäftigen. Und es ist eben auch anstrengend, sich mit ganz bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Auch das ist Kritikfähigkeit. Also die Kritikfähigkeit beinhaltet auch die Fähigkeit, sich Zeit zu nehmen, bedeutet auch die Fähigkeit, sich auseinanderzusetzen, bedeutet auch die Fähigkeit, mit sich selbst und auch mit anderen in einen offenen Dialog zu gehen und nicht ständig gegeneinander zu gehen, sondern miteinander offen zu diskutieren. Was hinderlich ist an Kritik, ist das Gefühl der Angst. Genauso kann das Gefühl der Angst auch total hilfreich sein, kritisch zu werden. Für mich war es so, dass ich innerhalb der ersten Wochen, als bekannt wurde, dass es das Coronavirus gibt, dass es Covid-19 gibt, war ich auch mit meiner Angst stark konfrontiert. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte von Anfang an nie die Angst vor dem Virus selbst, sondern ich hatte von Anfang an immer so ein anderes Gefühl, nämlich das Gefühl, dass da etwas anderes auf uns zurollt, dass da noch etwas ganz anderes kommt, was mir Angst macht. Und die Angst, die sich so subtil gezeigt hat, hat sich auch immer wieder gezeigt, dadurch, dass ich gesehen habe, wie Informationen übermittelt und übertragen werden auf allen möglichen Wegen, im Internet, über Medien, über die öffentlichen Medien und wie dort einfach auch mit der Angst gespielt wird und wie Angst einfach auch in vielerlei Hinsicht gesät wird. Und das finde ich nicht gut. Denn in dem Moment, wo Angst entsteht, braucht es auch immer Zeit, um sich mit dieser Angst kritisch auseinanderzusetzen und sich kritisch zu fragen, woher kommt diese Angst? Wenn ich das tue, also wenn ich die Kritikfähigkeit habe, dann setze ich mich mit der Angst auseinander und frage mich, wo kommt das eigentlich her? Was ist der Auslöser dieser Angst? Wie ist es zu dieser Angst gekommen? Und gibt es einen Weg, dass ich mich dieser Angst stelle und die Angst im besten Falle auch lösen kann? Das ist auch genau das, was ich in meiner Coaching-Arbeit tue, dass ich mich mit Menschen hinsetze und auch dort kritisch prüfe, indem ich entscheidende Fragen stelle und die Menschen auch selbst entscheiden lasse, was für sie richtig ist, was sich für sie richtig anfühlt. Und genauso stelle ich eben auch kritische Fragen, die dazu führen, dass sie sich selbst auch einfach mal entscheidend in Frage stellen, ob das, was sie bislang gedacht haben über sich selbst, über ihr Leben, über das Leben anderer, ob das auch so stimmt oder ob es nicht auch etwas anderes geben könnte, was eine andere Lösung, einen anderen Weg geben könnte. Ich habe mich meiner Angst gestellt. Ich habe für mich einige Sachen einfach auch auf unterschiedlichsten Wegen recherchiert zum Virus selbst. Und auch das, was in den letzten Wochen ja an Zahlen und Statistiken herausgekommen ist, hat mir auf jeden Fall mein Gefühl bestätigt, dass ich keine Angst haben brauche vor dem Virus. Das, was mir vor allen Dingen Angst gemacht hat, war die Art und Weise der Informationen, die die Medien an die breite Masse, an die große Masse herausgegeben haben und die Angst, die einfach auch bei vielen Menschen immer noch da ist. Und die Angst, die ich bei vielen Menschen sehe, macht mir mittlerweile keine Angst mehr,
sondern sie stimmt mich in manchen Aspekten traurig. Sie stimmt mich deshalb traurig, weil ich das Gefühl habe, dass diese Menschen vielleicht noch nicht die nötigen Informationen haben, die sie bräuchten, um sich aus ihrer Angst heraus zu lösen. Und vielleicht ist es sogar auch so, dass es einfach, egal welche Informationen man diesen Menschen gibt, dass sie auch in der Angst bleiben. Dann ist das so. Dann ist das deren Entscheidung und das ist mir eben auch an dieser Stelle wichtig. Ich kann niemals für jemanden entscheiden. Ich kann niemandem die Entscheidung abnehmen, denn es ist immer die Entscheidung eines jeden selbst, für was er sich entscheidet und warum er sich dafür entscheidet und wofür er sich entscheidet. Und dafür braucht es immer eine kritische Herangehensweise. Ich möchte jetzt an dieser Stelle etwas machen, was ich lange Zeit mich nicht getraut habe zu tun, sage ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich sage, doch, es ist einfach wichtig, einfach mal darüber zu sprechen. Auch wenn ich kein Statistiker bin, kann ich aber sagen, wie man eine Letalität berechnet. Vielleicht dazu einmal einen Blick auf Letalität. Letalität bedeutet in erster Linie mal nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, an einer Erkrankung zu versterben, also die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an einer Erkrankung, zum Beispiel an einem Virus, Covid-19, sterbe? Das berechnet man anhand der Anzahl der Todesfälle, die man hat, geteilt durch die Zahl der spezifischen Erkrankungen. Das sagt Wikipedia und das sagt auch das Doc-Flexikon. Das ist eine Internetseite, in der vor allen Dingen Ärzte sich informieren können über die unterschiedlichsten Krankheitsbilder und andere Dinge. Also die Letalität ist das Verhältnis der Todesfälle durch eine bestimmte Erkrankung zur Zahl der klinisch Erkrankten. So, das ist erstmal das, was es ist. So berechnet man die Letalität. Und wenn ich das jetzt einfach mal mache, dann kann ich hier sehen, dass wir jetzt aktuell eine Zahl haben von 150.000 Erkrankten rund und 5.321 Toten. Jetzt ist dabei noch eine Sache wichtig zu verstehen, denn das, was wir von den Wissenschaftlern wissen, ist, dass die Zahl derer, die wir gemessen haben, also dass wir wissen, dass wir aktuell 150.383 Infizierte haben, das ist Datum heute 24. April, ist ja auch nur eine Zahl, die wir haben, weil sich eben auch so viele Menschen haben testen lassen. Aber nicht jeder, der eine Covid-19-Erkrankung hat oder hatte, hat sich ja auch testen lassen. Und das ist genau die Schwierigkeit an der Messung, die wir hier haben, weil die Zahlen einfach nicht valide sind. Also die Zahlen, die wir haben, sind nicht aussagekräftig genug. Denn wenn wir nur diese Zahlen uns nehmen würden, dann würden wir aber nicht berücksichtigen, dass es ja auch ganz viele Menschen gibt, die auch erkrankt sind, die aber nie zum Arzt gegangen sind und die sich nie haben testen lassen und die auch damit nicht in diese Statistik einhergehen, sondern wir haben in dieser Statistik ausschließlich Menschen, die getestet wurden. Das sagt übrigens auch der Mathematiker bzw. Statistikexperte Gerd Antes. Nicht die Anzahl der Infektionen sind, sondern die Anzahl der positiven Tests. Und deswegen hat sich auch in der letzten Woche jetzt wirklich eingeschliffen, ARD und ZDF. Das ist die Anzahl der bestätigten Infektionen durch Tests und nicht die Infektionen. Die Infektionen sind um eine unbekannte Größenordnung größer, teilweise massiv. Das heißt, in Wahrheit haben wir gar kein komplettes Bild der Lage. Wir wissen eigentlich gar nicht, was das Ausmaß dieser ganzen Covid-Krise wirklich ist. Genau so ist es. Die ist wesentlich größer. Und die Schätzungen, wie viel in dieser sogenannten Dunkelziffer stecken, pro bestätigte Infektion, die geht teilweise exotisch hoch von 5 bis 10 und man liest auch immer wieder sogar 10 bis 20. Aber wir haben nicht die geringste Idee, wie groß diese Zahl tatsächlich ist. So, das ist jetzt einfach wichtig zu verstehen, auch nochmal, was er da gesagt hat. Also die Zahl derer, die erkrankt sind, liegt um 5 bis den Faktor 10 oder sogar Faktor 20 höher.
Das heißt, die Anzahl derer, die erkrankt sind, nehmen wir einfach mal die Zahl 10, liegt wahrscheinlich um den Faktor 10 über der Zahl, die wir hier haben. Das heißt, wir hätten nicht 150.383 Infizierte, sondern wir hätten wahrscheinlich 1,5 Millionen Infizierte. Und wenn ich jetzt mal eine Rechnung aufmache und sage, okay, wir haben jetzt, ich hoffe, ich kann ihn jetzt gerade mal hier für euch rüberziehen, den Rechner. Wir haben jetzt die Anzahl von, kann ich jetzt nicht, ich mache es jetzt so am Handy, ist ja, glaube ich, auch nachvollziehbar. Also wenn du jetzt sagst, wir haben einen Faktor 10, also 10 mal mehr Infizierte, also es sind nicht 150.000, machen wir die Zahl einfach rund, nicht 150.000 Infizierte, sondern wir haben 1,5 Millionen Infizierte. Dann berechne ich die Letalität, wie wir es eben ja schon gesehen haben, berechne ich Anzahl der Todesfälle, also jetzt 5.321, geteilt durch die Anzahl der Infizierten mit dem Faktor 10, also 1,5 Millionen, ja, dann habe ich eine Zahl von 0,035. Um das Ganze in Prozent auszudrücken, muss ich jetzt mal 100 rechnen und dann komme ich auf einen Prozentsatz von 0,35. Also 0,35% der Menschen, die eine Covid-19-Infektion haben, haben dann die Wahrscheinlichkeit von 0,35% auch daran zu versterben. Und jetzt möchte ich das Ganze mal umdrehen, um das Ganze zu sensibilisieren. Über 99%, also ich kann es genau sagen, 99,65% derer, die eine Covid-19-Infektion haben, überleben die Infektion. Also über 99% überleben die Infektion. Jetzt muss man natürlich auch sehen, das, was wir jetzt hier nicht mit einberechnet haben, ist die Anzahl derer, die dann ins Krankenhaus müssen. Das geht anhand dieser Zahlen nicht hervor. Aber was aus den Zahlen hervorgeht, ist ja die Anzahl derer, die daran sterben. Und ich glaube, diejenigen, die Angst vor Covid-19 haben, sind ja diejenigen, die Angst davor haben, daran zu sterben. Und die Letalität, also die Sterbewahrscheinlichkeit, liegt bei 0,35% anhand der Zahlen, die wir jetzt heute über das Robert-Koch-Institut am 24. April 2020 messen können. In der Wissenschaft ist es so, dass wir von Signifikanzen sprechen. Und ich habe in meinem Studium, in meiner Diplomarbeit 2008, damals Signifikanzen berechnen müssen. Und Signifikanz bedeutet, wenn etwas zu einer Wahrscheinlichkeit von 95% eintritt, dann kann man davon ausgehen, dass man das für sicher, als nicht zufällig erachten kann. Also wenn etwas zu mindestens 95% eintritt, dann ist das nicht zufällig, sondern dann ist das mit einer Wahrscheinlichkeit hoch genug, dass es dort einen Einfluss gegeben hat. Wenn man zum Beispiel eine Studie macht, wie ich das gemacht habe, ich habe mit übergewichtigen Menschen Krafttraining gemacht und wenn dort durch das Krafttraining beispielsweise eine Verbesserung im Blutbild zu sehen war, ich habe zum Beispiel Proinsulin untersucht, wenn dort eine Verbesserung in Proinsulin sichtbar war oder wurde, dann kann man sagen, okay, über 95% bei den Teilnehmern ist das der Fall, dann hat die Maßnahme Krafttraining garantiert einen Einfluss gehabt, dass sich das Proinsulin verbessert. Also dann ist es signifikant. Das heißt, die Wirkung durch das Krafttraining ist nicht zufällig eingetreten bei den Studienteilnehmern, sondern sie ist eingetreten, weil es durch das Krafttraining ausgelöst wurde. Also was wir jetzt bei den Zahlen vom RKI sagen können, über 95%, nämlich 99% der Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung haben, überleben dieses Virus. Also die allerwenigsten überleben es nicht. 0,35%. Und wenn man das einfach mal nüchtern sich betrachtet und wenn man diese Zahlen einfach mal ganz nüchtern sich anschaut und die Wissenschaft muss nüchtern Zahlen betrachten, dann muss man ganz nüchtern sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben,
bei über 99%. Und das finde ich, ist eine fantastische Zahl, die mir persönlich die Angst genommen hat und auch die Angst nimmt vor dem Virus selbst. Die Frage, die wir uns jetzt eben stellen müssen, die wir uns kritisch stellen dürfen, ist, inwieweit Maßnahmen, die bundesweit getroffen werden, notwendig sind. Und was ich jetzt auch wichtig finde an einer offenen Diskussion, ist, dass wir diese Fragen oder dass ich diese Frage, die ich jetzt gerade gestellt habe, auch offen stellen darf, ohne dafür angefeindet zu werden, ohne als Verschwörungstheoretiker zu gelten, ohne dafür betitelt zu werden, dass mir Menschenleben egal seien, dass mir Menschenleben nicht wichtig sind, sondern lasst uns doch bitte offen und vernünftig darüber diskutieren, ob wir dann bei diesen Zahlen, die uns vorliegen, so handeln müssen, ob die Maßnahmen sein müssen oder ob es andere Maßnahmen geben könnte. Und meine Frage, die ich jetzt auch stellen möchte, ist, wie verfahren wir in Zukunft? Wie verfahren wir, wenn wir in Zukunft einen Grippevirus haben und der Grippevirus eine ähnlich hohe Letalität aufzeigt? Denn in den Jahren 2016, 2017 und 2017, 2018 hatten wir ähnlich hohe und teilweise auch höhere Sterblichkeitswahrscheinlichkeiten von Menschen, die an einem Grippevirus erkrankt sind, wie wir das jetzt mit Covid-19 sehen. Haben wir dann in Zukunft bei Grippeinfekten gleiche Maßnahmen wie jetzt oder gibt es dann andere Maßnahmen? Und ist es nicht wichtig, dass die Medien und auch die Politiker dafür Sorge tragen, Menschen in unserer Gesellschaft umfassend aufzuklären und dafür Sorge zu tragen, dass Zahlen, die vielleicht nicht jeder begreifen und verstehen kann, so zu erklären, dass man sie verstehen kann, dass man sie greifen kann? Ist es nicht wichtig, dass die Medien dafür Sorge tragen, dass wir Informationen bekommen, die uns nicht beunruhigen, sondern die uns in Klarheit führen? Ja? Ich würde mir persönlich Klarheit wünschen. Und ich wünsche mir auch in der Diskussion, die es jetzt gibt in dieser Zeit, die wir miteinander führen können, nicht gegeneinander, ein kritisches Auseinandersetzen ohne Anfeindungen und ohne ein Ansinnen von Rechthaberei. Weil das wird niemandem helfen. Abschließend noch ein Gedanke, wir können nicht in die Zukunft schauen und zu vielen Sachen haben wir keine Antwort, weil wir sie vielleicht auch noch nicht anhand von Zahlen wirklich zu 1.000 Millionen %, zu 100% wirklich bestimmen können und 100%ig sicher sein können. Aber neben dem, was wir rational wissen und eruieren können, haben wir noch eine ganz andere Fähigkeit. Und das ist unser Gefühl. Und unser Gefühl ist etwas, was wir gerade jetzt in dieser Zeit mehr denn je benötigen. Denn unser Gefühl kann uns sagen, welches Gefühl wir zu einer ganz bestimmten Information haben. Was jemand sagt. Welches Gefühl habe ich zu einer ganz bestimmten Information? Möchte ich diese Information glauben, weil sie in mein Glaubensbild passt, in mein Weltbild passt? Oder bin ich bereit, auch das kritisch zu hinterfragen? Oder möchte ich unbedingt daran festhalten? Gehe ich ins Mitgefühl, wenn ich mitbekomme, dass einige Menschen, die jetzt alt sind oder vielleicht auch krank sind, dass ich diese Menschen jetzt nicht mehr besuchen darf, weil wir Veränderungen in unserer Gesetzeslage haben, dass Menschen im Krankenhaus nicht mehr besucht werden dürfen. Menschen jetzt alleine sterben zu lassen, weil es Regelungen durch Covid-19 in Krankenhäusern gibt, sind unmenschlich. Und das entzieht sich jeglichem Mitgefühl, wenn Menschen ihre Liebsten, die ihnen wichtig sind, nicht besuchen dürfen.
Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, das hat nichts mit Mitgefühl zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass es darum geht, andere zu beschützen, sondern das hat was damit zu tun, dass man in diesem Moment diesen Menschen, die sich sehen wollen, die Würde nimmt, die Fähigkeit nimmt, einander zu sehen, einander Abschied zu nehmen, wenn jemand stirbt oder wenn jemand einfach auch im Krankenhaus ist und Nähe wünscht und braucht. Lasst uns bitte gemeinsam offen diskutieren, miteinander diskutieren und nicht gegeneinander. Das Wofür ist gerade jetzt in dieser Zeit wichtiger denn je als das Warum und als das Wogegen. Danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Video wichtig ist oder dass du das Gefühl hast, dass dieses Video einen Mehrwert bietet, dann teile es gerne mit den Menschen, die dir wichtig sind oder mit denen, denen du es teilen möchtest. Danke für deine Zeit. Sei kritisch, sei in deinem Gefühl und erlaube dir, ins Mitfühlen zu gehen und erlaube dir, wirklich Dinge kritisch zu hinterfragen und bitte auch dich selbst. Vielen Dank. Dein Felix Klemme. Ciao.